Heute klären wir noch einige Mythen und Irrtümer zum neuen Selbstbestimmungsgesetz. Ich hatte es ja schon angekündigt. Los geht's. Hallo, willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Alex Boos, der Anwalt, der sich für die Rechte von jeglichen Minderheiten einsetzt. Aus Mainz. Selbstbestimmungsgesetz. Das Video hat Kommentare an sich gezogen, wie ich es schon befürchtet habe. Ja, viele stehen dem Gesetz kritisch gegenüber und es geht insbesondere um den Bereich Missbrauch dieses Gesetzes. Da ist dann die Frage, ja, jetzt kann sich jeder hier ein anderes Geschlecht geben und dann kann er in den geschützten Frauenbereich eintreten. Was ist denn mit Bundeswehr oder solchen Sachen? Was ist mit Schulsport? Was ist mit Saunen? Und so weiter. Und deshalb habe ich gesagt, wir müssen hier weiter aufklären und das Ganze mal richtigstellen. So, fangen wir mal an. Erster Punkt habe ich immer wieder gelesen. Stichwort Offenbarungsverbot. Ja, ich zeige das mal kurz in dem aktuellsten Entwurf, der mir hier vorliegt von dem Gesetz. Moment, das ist das hier. Ja, sind Geschlechtsangabe und Vorname einer Person geändert worden, so dürfen die bis zur Änderung eingetragenen Geschlechtsangaben und die bis zur Änderung eingetragenen Vornamen ohne Zustimmung dieser Person nicht offenbart oder ausgeforscht werden. So, jetzt kam von vielen die Vermutung, na, dann kann ich ja einfach mein Geschlecht quasi ändern und jetzt entziehe ich mich so dem Zugriff etwa von zivilrechtlichen Gläubigern, ja, ich schulde jemandem Geld, oder Strafverfolgung oder sowas, ja, man kann mich dann nicht mehr finden, weil das darf ja nicht offenbart werden, wie ich vorher hieß, also habe ich eine neue Identität und dann bin ich quasi ein neuer Mensch und was ich vorher gemacht habe, ist irrelevant. So, was ist zu den Argumenten zu sagen? Gar nichts. Ist völliger Humbug. Ja, Blödsinn. Wir schauen mal ins Gesetz. Einsicht ins Gesetz fördert die Rechtskenntnis, wie die Juristen so oft sagen. Satz 1 gilt nicht, wenn amtliche Register, blablabla, gilt schon mal nicht, wenn die Verarbeitung von Daten nach Satz 1 nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich ist. Und dann Nummer 2. Satz 1 gilt auch dann nicht, wenn besondere Gründe des öffentlichen Interesses eine Offenbarung der Daten nach Satz 1 erfordern oder wenn ein rechtliches Interesse an den Daten nach Satz 1 glaubhaft gemacht wird. Und dann wird es hier nochmal erklärt, für die, die es immer noch nicht glauben, besondere Gründe des öffentlichen Interesses sind insbesondere dann gegeben, wenn die Offenbarung der Daten zur Erfüllung der Aufgaben von Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden erforderlich ist. So, das betrifft also insbesondere Strafverfolgung, Polizei und so weiter. Das heißt, es ist nicht möglich, dass du dich jetzt durch Umschreibung deines Geschlechts hier in diesem Register einer Strafverfolgung entziehst. Ja, die Polizei hat da natürlich weiterhin Zugriff drauf. Also ich weiß nicht, wie man überhaupt denken kann, dass ein Gesetz, was ja, ich sag mal, jetzt sicher nicht in allen Punkten perfekt ist, und da wird man auch noch das ein oder andere nachjustieren, aber wie man auf die Idee kommt, dass sowas nicht vorgesehen ist, das ist mir unverständlich. Ja, also steht glasklar drin, für Strafverfolgung sowieso kein Problem. Und Glaubhaftmachung, öffentliches Interesse, das bezieht sich natürlich auch darauf, wenn mir jemand Geld schuldet, dann habe ich natürlich auch ein rechtliches Interesse, was ich glaubhaft machen kann und kann dann entsprechend hier Auskunft aus diesen Registern verlangen. Das ist ja ganz klar. Ja, also Punkt erledigt. Argument zieht nicht. Dann Eindringen in geschützte Frauenbereiche. Bringen wir es mal hier auf den Punkt. Oder generell in geschützte Räumlichkeiten. Ja? Frauensaunen als Stichwort. Kommen wir wieder ins Gesetz. Das ist Paragraph 6. Schauen wir rein. Betreffend den Zugang zu Einrichtungen und Räumen sowie die Teilnahme an Veranstaltungen bleibt die Vertragsfreiheit und das Hausrecht des jeweiligen Eigentümers oder Besitzers sowie das Recht juristischer Personen, ihre Angelegenheiten durch Satzung zu regeln, unberührt. Ja, also, das Ganze, diese ganze Thematik, kann jetzt ein Mann hier sein Geschlecht über dieses Gesetz einfach geändert eintragen lassen und marschiert dann in eine Frauensauna? Nein. Kann er nicht, denn das Ganze wird über Hausrecht, wie gesagt, geregelt. Das Selbstbestimmungsgesetz lässt das private Hausrecht völlig unberührt und das steht auch im Gesetz. Ja, auch das AGG, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, wird von dem Gesetz nicht berührt. Es wird sich hinsichtlich dieses Zugangs also nichts ändern. Es ist Sache etwa eines Saunabetreibers hier zu regeln, wie er das macht. Also das wird in der Praxis nie vorkommen, dass hier jemand nach Änderung seines Geschlechtseintrages hier plötzlich als, sag ich mal, mit noch männlichen Geschlechtsmerkmalen dann in eine Frauensauna reinmarschiert, weil das die entsprechenden Betreiber heute schon nicht zulassen, ja, wenn es eine Frauensauna ist, und daran ändert sich auch nichts. Das bleibt alles gleich.
Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird sich hier nichts dran rütteln. Ja, also das ist einfach auch wieder Mythen und Unsinn. Also in der Praxis ist es so. Ja, der Betreiber regelt das entsprechend. Insoweit kannst du auch künftig nicht jetzt unter Berufung auf einen geänderten Eintrag im Personenstandsregister jetzt einfach Zugang zu einer Frauensauna erreichen. Ja, das funktioniert nicht. Und das ist auch jetzt schon so. Ja, also da ändert sich nichts. Das Gleiche gilt übrigens für geschlechtsspezifische Toiletten oder Umkleideräume. Ja, Ansprüche etwa nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz wegen verweigertem Zugang zu solchen Einrichtungen scheiden aus. Und das ist jetzt so und daran ändert sich auch nichts. Also mit dem Zugang zu Frauenhäusern, auch daran ändert sich nichts. Frauenhäuser sind ja jeweils selbst und autonom organisiert und die entscheiden selbst darüber, wer da Zugang hat und wer nicht. Und ein Eintrag oder ein geänderter Eintrag im Personenstandsregister ist für den Zugang zu einem Frauenhaus völlig unerheblich. Was ist mit Sportvereinen? Auch Sportvereine entscheiden bisher, und es bleibt auch so, selbst über Zugang zu ihren Einrichtungen und Veranstaltungen. Ja, das machen die nach ihrer eigenen Satzung. Das heißt, auch hier wird sich nichts ändern. Für Teilnahme an sportlichen Wettkämpfen, ja, kann man das je nach Sportart dann eben entsprechend oder unabhängig von dieser personenstandsrechtlichen Eintragung eben regeln. Und da muss man schauen, in manchen Sportarten bietet sich eine Unterscheidung vielleicht nach körperlicher Konstitution an, ja, bei Kraftsportarten, da kommt es dann gar nicht auf einen geschlechterspezifischen Eintrag an. Und bei anderen Sportarten sind körperliche Unterschiede vielleicht gar nicht relevant. Ja, Reiten vielleicht, Schach, keine Ahnung. Also hier ist es dann Sache des Vereins, das entsprechend zu regeln. Das Gleiche gilt im Übrigen sinngemäß auch für Schulsport und solche Sachen, wobei ich auch da die Diskussion nicht verstehe, denn zu meiner Schulzeit hatten wir, also Männlein, Weiblein, den gleichen Sportunterricht. Natürlich gibt es getrennte Umkleidekabinen, da gilt aber dann wieder das, was ich vorhin schon gesagt habe, Sache der Schule, das entsprechend zu regeln oder notfalls für entsprechenden Ersatz zu sorgen, ja, wenn du dir da unsicher bist. Aber auch hier kommt es jetzt nicht auf den Eintrag im Personenstandsregister an. Ja, das hat damit nichts zu tun. Nächstes Ding, Justizvollzugsanstalten. Männer ändern jetzt ihren Geschlechtereintrag und dann gehen die in Gefängnisse und dann, weiß nicht, tun die da Frauen schlimme Dinge an. Die sind ja dann in Frauenanstalten. Das ist auch so ein Argument, was ich immer wieder höre, auch bei meinen Spezialfreunden von einem bestimmten Kanal mit einem TV dahinter. Und es ist nicht KuchenTV, ja, sondern jemand anders. Was ist denn dazu zu sagen? Hier wird man neue Regelungen schaffen müssen, um sowas zu unterbinden. Und, oh Wunder, es gibt in den meisten Ländern schon solche Regelungen. Wir schauen uns das mal an, am Beispiel Berlin. Jetzt haben wir hier Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe in Berlin. Paragraph 11. Gefangene unterschiedlichen Geschlechts werden getrennt voneinander untergebracht. Soweit der Grundsatz. Von dem Grundsatz der getrennten Unterbringung kann im Einzelfall unter Berücksichtigung der Persönlichkeit und der Bedürfnisse der Gefangenen, der Erreichung des Vollzugsziels und der Sicherheit einer oder Ordnung der Anstalt einschließlich der Bedürfnisse der übrigen Gefangenen insbesondere dann abgewichen werden, wenn sich der Gefangene aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität nicht dem in ihren amtlichen Personenstandseintrag angegebenen, sondern einem anderen Geschlecht oder dauerhaft weder dem männlichen noch dem weiblichen Geschlecht als zugehörig empfinden. Also, da ist schon eine entsprechende Abweichungsregelung drin, dass du die eben abweichend unterbringen kannst. Ja, also auch daran hat man schon gedacht. Ist also auch ja, wieder mal viel Lärm um nichts. Diese Regelungen sind da und die werden auch in den anderen Ländern, wo sie noch nicht da sind, entsprechend kommen. Was ist mit Bundeswehr? Jemand ändert jetzt sein Geschlecht, um nicht zur Bundeswehr zu gehen. Im Verteidigungsfall natürlich, gell? Wir haben ja derzeit keine Wehrpflicht in Deutschland. Auch da schauen wir wieder ins Gesetz, ist nämlich auch geregelt. Hier haben wir es. Zuordnung zum männlichen Geschlecht im Spannungs- und Verteidigungsfall. Nur dann wird es ja überhaupt relevant. Die rechtliche Zuordnung einer Person zum männlichen Geschlecht bleibt, soweit es den Dienst mit der Waffe auf Grundlage des Artikels 12a des Grundgesetzes und hierauf beruhender Gesetze betrifft, für die Dauer des Spannungs- oder Verteidigungsfalls nach 80a des Grundgesetzes bestehen, ja, wenn in unmittelbaren zeitlichem Zusammenhang mit diesem die Änderung des Geschlechtseintrags von männlich zu weiblich oder divers oder die Streichung der Angabe zum Geschlecht erklärt wird. Der zeitliche Zusammenhang ist unmittelbar ab einem Zeitpunkt von 2 Monaten vor Feststellung des Spannungs- oder Verteidigungsfalls sowie während desselben gegeben. Das heißt, wenn ich mein Geschlecht jetzt in zeitlichem Zusammenhang zu einem solchen Verteidigungsfall ändere, ja, dann stellt das Gesetz quasi eine Vermutung auf, dass ich das deshalb tue, um mich dem Dienst an der Waffe zu entziehen. Ja, also auch das wird dann nicht funktionieren.
Man hat es jetzt hier eben auf einen Zeitpunkt von 2 Monaten festgelegt. Ob man das jetzt erweitern muss oder nicht, ist natürlich schwierig zu sagen. Genauso ist natürlich insoweit die Regelung aus meiner Sicht noch ein bisschen schwierig, weil das natürlich jetzt auch Leute betrifft, die das Gesetz hier nicht missbrauchen wollen, sondern die es tatsächlich aufgrund ihrer eigenen Zuordnung eben tun. Und dann fällt das zufällig in diesen zeitlichen Zusammenhang. Dann haben die natürlich ein Problem. Ich denke, da müsste man vielleicht noch ein bisschen nachregeln. Aber grundsätzlich ist der Fall ja schon mal erfasst und man hat dementsprechend Rechnung getragen. Ja, das sind, glaube ich, so die meisten Mythen und Irrtümer, über die ich noch mal aufklären wollte. Also ich habe bisher jetzt noch kein Argument gesehen. Es wird häufig auf andere Länder verwiesen, dass das da ein völlig Ausufer. Da wird aber dann häufig mit Gefängnissen oder sowas argumentiert. Das war so ein Argument, was ich immer wieder gehört habe, dass dann in einem Frauengefängnis plötzlich ganz viele Frauen schwanger waren. Ja, also ich habe was dazu gesagt, die gesetzlichen Regelungen sind in manchen Ländern schon da und die anderen Länder werden da auch entsprechend nachregeln, da bin ich sicher. Also zieht für mich nicht. Schauen wir mal, was da künftig noch an Kommentaren kommt. Also wie gesagt, viele, viele Irrtümer, viele Mythen. Ich bin immer dafür, die Leute aufzuklären. Schaut es euch an. Einsicht ins Gesetz fördert die Rechtskenntnis, ganz, ganz wichtig. Und da kann man eine Menge lernen. Und manchmal vielleicht auch die eigenen Argumente lösen sich dann ganz schnell in Schall und Rauch auf. Denn die Argumente hat man ja irgendwo her. Und die werden ja auf manchen Kanälen da sehr, in sehr ja, negativer Form dann runtergebetet, um da irgendwie einen eigenen Standpunkt aufzubauen, der aber manchmal gar keiner ist, sondern da wird halt viel mit Ängsten geschürt und mit schlimmen Vorurteilen, die dann da rauskommen. Und wenn man dann mal ins Gesetz kommt, ist das meiste halt dann doch wieder mal Banane. Ja, also bananenmäßigen Tag wünsche ich euch. Man kann das Wort Banane positiv und negativ verwenden, gell? Das ist das Schöne daran. Also bis bald und ciao.